Dieser schwarze Volvo wird von einem 77-jährigen Fahrer gelenkt und der scheint sich nicht entscheiden zu können. Zuerst steuert er den Eingang einer Tankstelle in Wendlingen an. Oder doch nicht? Dann scheint das Ziel klar zu sein: die Kühltheke. Noch einmal Schwung geholt und dann klappt's. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann leicht verletzt. Glücklicherweise habe sich niemand im Eingangsbereich aufgehalten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 46.000 Euro. Möglicherweise hatte der Mann Vor- und Rückwärtsgang oder Gas- und Bremspedal verwechselt, so ein Polizeisprecher.